Moin Moin, herzlich willkommen zu Tag Nummer 5 der Detox Challenge. Wieder einmal steht Frühstück auf dem Plan, und zwar Bananenchips, Erdbeeren, Kokosraspeln, Blaubeeren, Goji-Beeren, hier noch mehr Bananen und Erdbeeren drin, plus Acai oder Achai, Fruchtpüree. Ja, das kommt jetzt alles zusammen und wird so eine Bowl. Mal schauen, ob das schmeckt. Voilà, das ist das fertige Ergebnis. Da-da! Büro, ich komme. Und das hier quer durch den wunderbaren Sonnenschein am Morgen. Das Frühstück für heute war ja mal ziemlich geil und vor allem reichhaltig und lecker. Das würde ich auf jeden Fall nochmal wieder machen. Und das Allerschönste heute ist, durch das Vorkochen von gestern gibt es heute die Nudeln mit Pilzen zum Mittag. Da freue ich mich ja schon drauf. Ein zweites kleines Highlight des Tages. Ansonsten war gestern sporttechnisch ja Ruhetag. Da geht es dann vielleicht heute Abend weiter. Dran wäre wieder eine kleine Krafteinheit mit Grundübungen wie Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen. So dann, erstmal ab in den Tag. Tschüss, bis später. So, heute wieder ein Tick eher Feierabend. Ab zur Kita, Tochter abholen. Und jetzt gibt es als kleinen Zwischensnack, gönne ich mir mal ein Iced Matcha Latte. Der ist richtig kalt. Ich glaube, da habe ich jetzt irgendwie 8 Eiswürfel reingeschmissen. Yippie! Papa. Ja, das ist lecker. Ja, geht los. Tschüss. Wir spielen jetzt. So, zur Abwechslung stehe ich hier mal wieder am Herd. Da hinten sind ein paar Erbsen, die hoffentlich bald mal kochen. Hier vorne kocht schon der Kürbis. Und daneben ist etwas Tofu, Zwiebeln und Petersilie vorbereitet. Und das kommt dann alles nachher lecker zusammen. Ich bin gespannt und ihr dürft gespannt sein, wie das nachher aussieht. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Da ist es. Hokkaido-Kürbis-Stampf mit Erbsengemüse und Räuchertofu. Weiter geht's. Wie angekündigt, heute Abend noch ein bisschen Krafttraining. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen und mich daher auf Übungen zu beschränken, wo es um große Muskelgruppen geht, sprich Brustmuskulatur mit Bankdrücken, Rücken, Beine, sprich noch Kniebeugen und Kreuzheben dazu. Und das in kleinen Zirkeln. Einmal quasi Reihe rum und das Ganze wiederholen und nochmal. Und dann bin ich auch schon durch. Los geht's. Das Training ist fertig, kurz und intensiv. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz ergänzen. Ich freue mich wahnsinnig über Kommentare, Anregungen und Fragen und so weiter auch unter den Videos. Und das möchte ich mal ganz kurz zum Anlass nehmen, etwas tropfend und schwitzend, ja, da kurz drauf einzugehen. Beim ersten Video vom Vlog 1 und 2 hat Probiertierchen gesagt, dass es ja sehr sportlich aussieht. Jawohl, ich gebe mir Mühe, das Ganze halt so ein bisschen zu variieren, sprich Kraft, Ausdauer, Pause, Kraft, Ausdauer, Pause und so weiter. Probiertierchen ist übrigens auch eine Teilnehmerin der Challenge und hat auch jetzt gerade anlässlich dieser Woche einen YouTube-Kanal gegründet. Schaut gerne mal vorbei, ihre Eindrücke anzuschauen. Florian sagt auch, dass der Matcha ja interessant ist und dass er das auch mal ausprobieren will, auf jeden Fall. Ich bin
angetan davon. Mir gefällt das soweit ganz gut. Nichtsdestotrotz, auf den Kaffee möchte ich auch nicht verzichten. Das habe ich ihm auch schon direkt daraufhin geantwortet. Ansonsten hat sich da Vegan Vera noch gemeldet. Sagte, sie will das auch mal ausprobieren. Großartig. Also auf jeden Fall ein Versuch wert, das mal ausprobiert zu haben. Die Kamera ist so eine Vlogging-Kamera. Die habe ich da direkt in dem Kommentar auch mal verlinkt. Ganz praktisches Teil. Und jetzt gerade heute hat die Niki irgendwie geantwortet und sich Gedanken darüber gemacht, ob ich auch tatsächlich genug Kalorien bekomme. Tatsächlich ist der Plan ja, ein gewisses Kaloriendefizit zu fahren, wenn auch natürlich nicht zu viel. Und sie merkt an und recht hat sie, wenn das natürlich zu krass ist, dann nimmt man danach gleich wieder zu. Dazu muss ich sagen, ist mein Ziel vielmehr eigentlich so ein bisschen Kontinuität wieder ins Training reinzubringen. Das mit der Ernährung klappt bei mir in der Regel, wenn ich auch im Training bin, dann immer eigentlich ganz gut. Heißt, wenn ich mein Training regelmäßig mache, dann klappt es auch quasi mit der Ernährung. Und andersrum ist es, also fällt mir es persönlich schwieriger. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten gibt es hier den Tipp, klar, Obst, Gemüse zwischendurch essen gegen diesen Durchhänger am Nachmittag. Datteln sind auch gut für die Energie am Nachmittag. Ist auch ein guter Tipp. Tatsächlich versuche ich jetzt hier gerade mal, anders als in der Vergangenheit, eher größere Intervalle einzuhalten. Also sprich, zwischen den Mahlzeiten eben keine Snacks und keine Zwischenmahlzeiten. Und ja, muss sagen, auch wenn es ungewohnt ist und diese Durchhänge am Anfang etwas nervig waren, glaube ich, klappt das tatsächlich ganz gut. Ja, und ich werde einfach mal sehen, wie es weitergeht. Von daher immer gerne her mit euren Fragen direkt unter die Videos. Die werde ich dann gerne in den folgenden paar Tagen, die da auf jeden Fall noch sind, beantworten. Tschüss, das war's von Tag 5. Bis morgen. Ciao.